4. März 1815 wurde Louis Jentsch als Sohn eines Färbermeisters in Halle geboren. Nach dem Tod des Vaters 1938 führte die Mutter Friederike das Färberhandwerkgeschäft weiter. Ab dem 1. Februar 1843 übernahmen die Brüder Albert und Louis Jentsch das Färberei-, Baumwollen- und Leinenwarengeschäft, das nunmehr unter der Bezeichnung Gebrüder Jentsch firmierte. Der Name Kellnerstraße geht nicht auf den Beruf des Kellners im Restaurant zurück, auch nicht auf eine bestimmte Persönlichkeit, sondern auf eine ganze Familie, nämlich die Kellners, die im 15. Jahrhundert auf der Strohhofinsel einen ausgedehnten Hof besaß. Zwischen 1400 und 1466 wird ob Kellners Hof, ob Kellners Hoffe in den verfügbaren Quellen 13 Mal erwähnt. 1974 entwarf Gerhard Lichtenfeld zum 10-jährigen Bestehen Halle Neustadts die bronzenen Frauenfiguren für den Brunnen an der Magistrale. Die Säule mit Skulpturen des Musenbrunnen, bildende Kunst, Musik, Literatur und Tanz, vor der Ulrichskirche in der Leipziger Straße entstand 2 Jahre später. Am Eingang zum Hallischen Stadtarchiv steht die Bronzeplastik Frau beim Kämmen von 1969. Bildung im Vorübergehen ist ein Projekt der Bürgerstiftung Halle, bei dem Straßen, die nach Persönlichkeiten benannt sind, Zusatzschilder erhalten. Mit kurzen, prägnanten Informationen wird der Namensgeber vorgestellt, sodass der Vorübergehende etwas über die jeweilige Person erfahren kann. Das Projekt ist nicht neu und auch nicht nur in Halle üblich. Das Besondere an dem aktuellen Projekt in Halle ist, dass die Beschilderung von der Bürgerschaft ausgeht und nicht von der Stadtverwaltung. Menschen, die in irgendeiner Beziehung zu einer Straße stehen, in einer Straße wohnen oder gewohnt haben, die mit dem Namensgeber verwandtschaftlich oder ideell verbunden sind, übernehmen Schilderpatenschaften. Seit 2007 wurden mittlerweile 180 Straßen mit über 400 Zusatzschildern versehen. Die erste Straße war die Lafontaine-Straße. Die Initiatorin dieses Projektes, die Germanistin Ingeborg von Lips, fragte sich, nach welchem Lafontaine diese Straße benannt sein könnte. Nach dem Fabeldichter Jean de Lafontaine oder nach dem Politiker Oscar Lafontaine? Weder der eine noch der andere ist es, sondern ein in Vergessenheit geratener Bestsellerautor der Goethezeit, August Heinrich Julius Lafontaine, der zu seiner Zeit europaweit sehr populäre und vielgelesene Romane, Novellenerzählungen und Erbauungsschriften verfasste. Mit der Anbringung des Zusatzschildes ist er wieder ins kollektive Gedächtnis gerückt. Nach Absprache zwischen den Spendern sowie den Kolleginnen der Bürgerstiftung und dem Kulturbüro der Stadt Halle wird der Text grafisch gesetzt. Nach erneuter Prüfung im Kollegium geht der Entwurf zusammen mit einer Skizze, wo die 38 x 12 cm großen Zusatzschilder angebracht werden sollen, an die Firma Horn Verkehrstechnik Halle, welche die Zusatzschilder in Mügeln drucken und herstellen lässt. Bei einem Pressetermin mit den Schilderpaten und interessiertem Publikum werden die Erläuterungsschilder angebracht und aus dem Leben und Wirken der Namensgeber der Straße erzählt. Der Text auf den Schildern, die Schilderspender und weitere Informationen zu den jeweiligen Persönlichkeiten werden auf der Internetseite der Bürgerstiftung veröffentlicht. Zahlreiche hallische Straßen, deren Namensgeber einen Bezug zu unserer Stadthalle haben, warten noch auf Schilderpaten. Sie sind herzlich eingeladen, eine solche Schilderpatenschaft zu übernehmen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.bürgerstiftung-halle.de/projekte/bildung im Vorübergehen.